So, da sind wir wieder und ihr wisst ja, neue Wochenaufgaben. Und hier ist nämlich schon die erste, nämlich lande bei Frenzy Farm, Slurpee Swamp und Sweetie Sands. Das bedeutet schon mal allein, wir müssen definitiv drei Runden spielen. Also nicht nur eine, sondern drei. Also es bringt nichts, wenn du einmal bei Frenzy Farm landest, dann in derselben Runde bei Slurpee vorbeischaust und Sweetie Sands. Also wir müssen definitiv drei Runden spielen. So, dann seht ihr natürlich, ich habe unten jetzt meinen Creator Code. Kurz nur zur Info, tragt ihn, wenn ihr ihn eintragen wollt. Ich zwinge dazu keinen irgendwas, aber unterstützt mich natürlich. Einfach YT-FamilyHack eintragen. Dann immer auf Annehmen. Macht es am besten täglich, weil alle 2 Wochen wird er rausgenommen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, muss er halt drinstehen, weil Epic geht dahin und nimmt den Namen einfach alleine raus. Da könnt ihr eigentlich auch nichts gegen machen, außer ihr drückt halt jeden Tag den Namen an. Und nochmal annehmen. So, da ich jetzt auch noch YouTube-Partner bin, richtiger YouTube-Partner, habt ihr ja bestimmt gemerkt an der Werbung am Anfang, verlose ich am Sonntag um 15 Uhr wieder mal einen Skin aus dem Shop. Wäre quasi heute Verlosung, wäre es halt einer von denen. Aber wie gesagt, Sonntag 15 Uhr. Also wer einen Skin haben will, einfach mal gerne vorbeischauen. Aber vorweg, schickt mir definitiv eine Freundesanfrage. Denn wie ihr seht, wir haben jetzt schon wieder 6 Stück erhalten. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ihr am Sonntag da seid und es ist, keine Ahnung, irgendein seltener Skin da, den ihr unbedingt haben wollt, müssen wir halt schon 2 Tage befreundet sein. Deshalb Freundesanfrage an YT-Family, genauso wie der Creator Code. Ich zeige euch das mal ganz kurz anhand eines Beispiels. Zum Beispiel wäre heute Verlosung, könnte ich Baloo Mandy 2015 kein Geschenk schicken, sondern erst in 2 Tagen. Bedeutet am Samstag. Also wenn du das Video heute siehst, schnellstmöglich Freundschaftsanfrage schicken, gern ein Abo da lassen, klar. Versteht sich von selbst, aber ist natürlich auch kein Muss. So, dann gehen wir jetzt mal rein in die Aufgabe. Das Ganze mache ich im, ich würde sagen, können wir eigentlich im Solo-Modus machen. Also wie gesagt, einmal Frenzy Farm landen, dann Slurpee landen und dann Sweetie Sands landen. Ich zeige das Ganze natürlich wieder komplett, wie immer, so dass ihr auch wirklich seht, wie ich das Ganze dann mache. Ich zeige euch auch gleich genau, wo die 3 Orte sind, wo ihr hinfliegen müsst, aber halt wie gesagt in 3 verschiedenen Runden. Also es bringt nichts, wenn ihr das in einer Runde probiert, es zählt einfach nicht. So, wie immer, Ladebildschirm, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, schon lange nicht mehr gesagt, Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters helfen konnte, gern mal ein Abo dalassen. Kostet dich nichts, mich unterstützt du und so verpasst du auch keine Aufgaben mehr oder irgendwelche Angebote im Shop. Und siehst natürlich auch, wenn ich live bin, wo du dann gerne auch bei den Custom Games mitmachen kannst, was eigentlich recht gut bei allen soweit ankommt. So, wo müssen wir hin? Einmal hier ist Sweetie, dann müssen wir zu Frenzy Farm und da ist Slurpee. So, wir landen direkt mal bei Sweetie, ist nämlich direkt am schnellsten. Einmal kurz landen, dann gehe ich selber wieder aus der Runde raus. Ich hoffe halt nur, es zählt auch. Ansonsten müssen wir das Ganze nämlich doch in Gruppenkeile machen. Aber eigentlich müsste das eigentlich immer zählen, weil der Fortschritt nämlich trotzdem gespeichert wird. So, dann gehen wir mal runter. Zack, 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 zack. Und Abfahrt. Und klar, viele fragen sich jetzt, hä, warum lädst du so eine einfache Aufgabe hoch? Aus einem ganz einfachen Grund. Ihr vergesst immer, dass wir auch viele junge Leute dabei haben, die erst 7, 8 sind. Und deshalb, die suchen halt nach dieser Aufgabe. Ihr werdet nicht glauben, wie viele Aufrufe manche Aufgaben haben, die eigentlich selbsterklärend sind. Zum Beispiel Eliminierung mit dem Scharfschützengewehr gehört mit zu meinen besten Videos. So blöd sich das auch anhört. So, jetzt hoffe ich, dass das Ganze auch zählt. Wie man sieht, alle landen hier. Zack, zählt. 1 von 3. Waffe natürlich keine da. Kriegen wir vielleicht schon killen? Natürlich nicht. Aber ist nicht schlimm. Wir wollten ja nur hier landen. Und dann gehen wir nämlich direkt schon wieder zurück in die Lobby und in die nächste Runde. So, Sweetie Sands haben wir schon fertig. Jetzt müssen wir ja noch bei Frenzy Farm landen und bei Slurpee. So, zum Glück ist der Ladebildschirm bei Battle Royale nicht so lange.
Und hat's gezählt? Ja, es zählt. Also im Solo-Modus zählt es auch. Ihr müsst also nicht unbedingt Gruppenkeile machen, was ich früher eigentlich immer so gemacht habe. Aber aus dem Grund, weil ich mir nie ganz sicher war, zählt es. Aber wie wir sehen, wir haben jetzt eins von drei schon gemacht. So, mal gucken, dass wir, ob wir nicht so lange warten müssen. Wie gesagt, die drei Orte hast du schon gesehen. Ich werde die drei Orte halt jetzt besuchen, dass ihr auch wirklich seht, dass das Ganze funktioniert. Und jo. Ihr wisst ja, Ladebildschirm, Likezeit, Kommentierzeit. Wenn ihr immer noch kein Abonnent bist, dann vielleicht jetzt. So, wie gesagt, Frenzy Farm und Slurpee noch. So, was nehmen wir jetzt hier als erstes? Würde ich sagen, nehmen wir hier diesmal direkt Slurpee. Wie gesagt, da Slurpee, da Frenzy und hier Sweetie. Ist eigentlich schon ziemlich einfache Aufgabe. Aber mal gucken, was heute noch sonst so auf uns zukommt. Und wie gesagt, gerne am Sonntag dabei sein, falls du einen Skin haben willst. Du musst halt wirklich im Stream da sein. Also es reicht halt definitiv nicht, wenn du jetzt einfach nur deinen Epic-Namen reinschreibst und ja, ich würde gern gewinnen. Das funktioniert nämlich so nicht. Ich weiß, andere machen das so, ich mach's aber eben nicht so. Und du musst bei mir auch kein Like da lassen oder musst auf Insta irgendwas teilen, liken und so weiter. Einfach am Sonntag da sein. Wichtig ist halt wirklich nur die Freundschaftsanfrage. Die ist halt wirklich das A und O an der ganzen Geschichte. Weil ansonsten kann ich dir nämlich den Skin nicht schenken. Weil das Thema hatten wir nämlich letzte Woche Freitag. Da hatte ich nämlich auch einen Skin verschenkt und derjenige war halt eben nicht mit mir befreundet. Deshalb konnte ich ihm den Skin erst sonntags schenken. So, gucken, ob wir hier schnell was finden. Das sieht ja wieder ganz toll aus. Wenn hier gefühlt 800 Leute landen. Alter, hier ist ja gar nichts. Lol. Einmal im Kreis gelaufen. Ha, ja, schon mal. Ja, schon Blue Life, ist klar. Ja. Gut. Ich wollte eh nur hier landen. I hate L2. Ah ja. So, zurück zur Lobby. Aber wir sind ja nicht da, um Kills zu machen, sondern um die Aufgabe zu lösen. Bam, 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 bam. Ich weiß, die Aufgabe an sich ist ziemlich nervig, aber ihr könnt sie natürlich gerne mit den anderen Aufgaben verbinden, zum Beispiel mit dem Holz sammeln oder. Ihr seid da ja schon ein bisschen weiter als ich. Ihr seht ja, ich muss Kills bei Frenzy oder Sweetie machen. Aber mal gucken, vielleicht schaffen wir jetzt bei Frenzy Farm schon mal einen Kill wenigstens zu machen. Dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Und wie gesagt, ich habe dieses Mal einfach mal die Idee gehabt, ich mache einfach mal einen Livestream und ihr könnt wirklich sehen, wie ich die Aufgabe halt mache und was auch alles so drumherum passiert. Weil viele haben immer gefragt, ja, wie machst du das? Bla bla bla. Weil ist klar, viele von euch wollen natürlich auch mit YouTube anfangen, aber wenn ihr wirklich mal seht, wie lange der Stream dann gedauert hat, ich denke mal bis 10, 11 Uhr bin ich mit dem ganzen Kram wieder beschäftigt. Weil ich eben wirklich jede Aufgabe mache. Und so einfach wie viele denken, ist es halt dann einfach doch nicht. Ihr dürft ja auch nicht vergessen, ich bin noch am Arbeiten. Also als Schüler wäre es eigentlich einfacher, aber ihr müsst natürlich auch ein bisschen was für die Schule machen. Von daher nicht so einfach. So, jetzt müssen wir nur noch zu Frenzy Farm, weil bei Sweetie Sands waren wir ja schon und Slurpee auch schon. Vielleicht kriegen wir noch zwei Bots mit, weil die Aufgabe muss ich ja auch noch machen, nämlich die Kills. Aber dazu kommt ja noch ein separates Video, von daher alles gut. So. Bam, bam, bam. Ach so, dann wollte ich mich natürlich noch bedanken bei allen Leuten, die mich sowieso unterstützen. Man kann da eigentlich nicht oft genug Danke sagen. Allen denen gegenüber, die mein Epic, den Creator Code benutzt haben, die auch nach dem Video, wo man den 10-Euro-Gutschein bekommt, da sich was gekauft haben. Also ich kann da wirklich immer nur wieder, hallo, hör auf zu lecken, Danke sagen. Auch an die ganzen Donator jetzt, zum Beispiel Phantom Pro. Gruß geht erstmal an der Stelle raus. Du hast gespendet, ich glaube, da war ich überhaupt nicht da.
aber natürlich trotzdem danke dafür. Also man kann mich quasi auf vielen Wegen unterstützen. Sogar jeder Klick, der jetzt auf irgendeinem Video von mir ist, unterstützt mich und hilft mir natürlich irgendwo weiter. So, jetzt probieren wir doch mal hier irgendwie noch einen Kill zu machen. Zack, und da haben wir die Aufgabe schon geschafft. Jetzt wisst ihr nämlich auch, warum ich euch das so zeige. Weil ihr seht halt dann wirklich, ah, das zählt alles, was er macht, und er erzählt nicht einfach irgendeinen Blödsinn. Weil wir haben ja auch viele YouTuber, die laden die Aufgaben, machen die Aufgaben schon 2 Tage vorher. Natürlich springt er runter, der Hund. Ist wieder typisch, jetzt sind die ganzen Schwitzer wieder hier. Aim. Aim. Ja, und da werde ich weggeholt. Aber Aufgabe ist geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste. Aim gleich 0 heute. Wie man gesehen hat, alle 3 Runden direkt dämlich gestorben. Kappa. Aber bei mir gibt es halt kein Pro-Gaming, sondern halt wirklich stur die Aufgaben. Und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit den anderen Aufgaben und haut rein.